und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Sims 3. Oh mein Gott, das ist ja Ewigkeiten her, dass ich Sims 3 aufnehmen konnte. Lag auch daran, dass ich mir tatsächlich Custom-Content mal wieder eingefangen habe, möchte ich fast sagen, der nicht so gut für mein Spiel war. Und jetzt läuft wieder, wie man hier auch eindeutig sieht, alles flüssiger. Ich habe eine Menge Custom-Content rausgeworfen, benutze nur noch Custom-Content vom Sincredible und Around the Sims, sonst gar keinen mehr. Gut, ein paar Haare und ein bisschen Make-up noch von ein paar anderen Herstellern, aber da weiß ich wenigstens, dass die okay sind und dass es nicht rumbackt. Und ich habe mir inzwischen auch so ein paar andere Sachen, ich kann das ja gerade mal im Kaufmenü demonstrieren. Ich demonstriere euch. Ich habe mir ein paar andere Sachen runtergeladen. Ich weiß nicht, wo man das vielleicht ganz gut sieht. Sieht man das hier irgendwo? Ich habe mir, solchen Pack ist denn das? Ich habe mir ganz billig auf Amazon gebraucht. Dieses, es gibt auch immer diese komischen, vielleicht sieht man das ja, wenn ich hier irgendwo... Will ich das mal zeigen? Ich will das demonstrieren. Hier. Nee, da. Es gibt ja diese unterschiedlichen... Genau, Luxus-Accessoires. Vergesst, was ich vorher gelabert habe. Genau, also diese ganzen Accessoire-Packs. Und da habe ich so für 1 Euro oder 2 Euro auf Amazon ganz gut zuschlagen können. Zum Beispiel gibt Gas-Accessoires, gab es dann noch... Was haben wir denn hier noch? Garten-Accessoires. Ich muss so Französisch aussprechen, sonst kriege ich eine... Problem mit der Zunge und statt Accessoires und die sind alle scheiße für 30 Euro, aber für 3 Euro kann man sich das kaufen. Und es kommt ja auch bald die Sims 3 Jahreszeiten raus und mit Sims 3 Jahreszeiten starten wir ein richtiges Sims 3 Let's Play. Das bedeutet von vorne eine Familie, eine Person. Wir starten mit Derp, der ja bald erwachsen wird, der zieht dann aus. Wir starten mit Derp, der zieht dann um in eine neue Stadt. Ich lasse die Familie natürlich hinterherziehen, damit wir weiterhin die verrückten Mangols in der Stadt haben und die anderen Charaktere, die wir so kennen, auch. Aber einfach um mal so einen kompletten Neustart zu haben, mal wieder Folge 1 und damit man halt sieht, wie so ein Haus wächst, weil viele gesagt haben, hey... Wie hast du das Haus überhaupt gebaut und so? Machen wir so, ne? Kriegen wir hin. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, was sich alles hier verändert hat. Ich muss den Spielstand ein bisschen rekonstruieren. Ich habe zum Beispiel die Sofas, die wir vorher hatten, die habe ich nicht mehr. Die habe ich rausgeworfen. Das war wohl Custom Content, der auch nicht so toll war. Ganz egal, ich lade mir jetzt nur noch von den Seiten, die ich da gerade schon genannt habe, was runter. Und ansonsten müssen wir jetzt gucken, wenn hier auch irgendwelche Gegenstände oder sowas fehlen. Wie sieht es denn überhaupt hier aus? Also Joy hat heute Geburtstag und Derp hat heute irgendwie auch Geburtstag. Wenn wir das nicht, eigentlich sollte der heute gar nicht Geburtstag haben. Das hat sich irgendwie durch das Updaten und Neuinstallieren, weil mein Computer war ja kaputt, musste ich Sims 3 neu installieren. Das hat sich da irgendwie eingebackt. Dann machen wir das jetzt mal mit der, mit dem Altern, machen wir das jetzt mal auf 52 Tage. Dann hat er noch einen Tag Zeit, bis er altert. Und dann können wir erst Joys Geburtstag und dann Derps Geburtstag richtig feiern. So richtig mit Gartenparty und allem Pipapo. Was ist das für Musik? Oh, Joy, hallo. Hallo, Knupsi. Kommt er jetzt rein? Oh, was willst du machen? Oh, du rennst hier rum. Oi. Oh, ist so süß. Ich bin mal gespannt, wie niedlich Joy aussieht, wenn Joy erwachsen ist. Ob Joy denn immer noch so süß und knuddelig ist? Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Das Let's Play artet ja sowieso nur aus. Let's Watch Joy rennt herum und es ist absolut incredibly cute. Oh. Ey. Oh, da kommt sie wieder. Oh, tschu-tschu. Oh, tschu-tschu. Geisterhund. Geisterhund. Naja. Während Joy hier rumrennt, scheint die ganze Familie zu schlafen. Mama und Papa sind oben auch am Pennen. Wie geht's überhaupt allen? Ihm geht's gut, ihr geht's gut. Ich musste ja Sims 3 neu installieren, weil, wie gesagt, musste mein Computer neu aufsetzen. Das war toll, wenn man 100.000 Trillionen DVDs neu installiert. Das macht jeder. Das ist toll. Das ist super, dass das spielt. Das war. Wann müssen wir aufstehen? Müssen wir morgen alle zur Schule? Spulen wir mal ein bisschen vor. Das war's dann schon. Sieht eigentlich alles ganz okay so aus. Das, wir können ja mal so ein paar Wünsche hier rein. Vincent Mangold ausführen. Okay. Da stecken wieder irgendwelche Sims im Alterungsprozess fest. Ja. Müssen sie mit leben. Seine Wünsche sind schon festgesetzt. Techtelmechtel mit Franz möchte sie haben. Hattet ihr das nicht erst neulich? Das reicht doch einmal im Monat. Was will der Party feiern? Wunderbare Party veranstalten. Zusehen, wie Derp erfolgreich älter wird. Mathilda muss aber noch ein bisschen altern. Lass mal nachgucken. Die brauchen noch 8 Tage. Hm, Mathilda ist auch bald erwachsen. Und lauter erwachsene Mädels hier.
Ja, Derp kann man durchaus als Mädel zählen. Das ist akzeptabel. Gut. Also sie sieht ziemlich fit aus. Sie sehen alle ziemlich fit aus. Sie sich dann nur Frühstück holen. Schnell etwas essen. Gefrorenes Gehirn. Nee, das ist Saft. Kann er sich mal holen. Brot mit Marmelade. Dosensuppe. Ja, die können alle einfach mal einen Snack essen nur. Einfach irgendwas. Eiscreme zum Frühstück, natürlich. Einfach nur damit jetzt wir hier in erst. Gut, es gibt ein ganz schönes Gedränge vor dem Kühlschrank. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt, damit hier der Magen gefüllt wird und aufs Klo müsste er eigentlich auch. Dann kann er das danach noch benutzen. Aber wenn er schon einer Stunde zum. Wird schwierig. So, Kinders, wie sieht es aus? Wann müsst ihr denn in die Schule? In 4 Stunden? Ihr habt die Haustür. Ja, sag mir nicht, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Wie sieht es denn mit dir aus? Ihr habt eure Hausaufgaben alle nicht. Oh, ja, Derp, der Klassenstreber, hat natürlich seine Hausaufgaben gemacht. Nee, dann wird hier nichts gegessen und werden Hausaufgaben gemacht, sich gar nicht ein. Und Modern kann dann hier mal sauber machen. Ist ja schon wieder alles völlig verdreckt. Ja, nicht verschlingen, der Herr im Morgenmantel. Oh, erotische Brüsthaare. Okay, Kinder schlafen, träumen vom Hund. Ich träume von meinem Hund. Ich mag meinen Hund total gern. Oh, guck mal, Mama läuft da durch. Ja, ich hol mir jetzt lecker was zu essen. Vater muss jetzt weg. Tschüss, Vater. Nee, Vater tanzt erst nochmal. Ich tanze, jetzt zieh ich mich um. Hallo, Liebling, Tschüss, Liebling. Ich geh arbeiten. Ja, gehst du mal arbeiten? Was mach ich denn? Esse ich jetzt halt die Reste von meinem Jotterjatter, ne? Doch nicht, ne? Ich steh mich wieder auf. Ich weiß, ich gehe jetzt hier rum, jetzt mache ich erstmal das da sauber. Ne, weil ich kann mich da nicht hinsetzen, mach ich erstmal hier der Vogelkäfig sauber. Tukan, Tukan! Mann, ist das verdreckt? Was machst du immer da rein? Was soll denn das eigentlich? So unglaublich. Oh, sieht ganz so aus, als hätte Döpper einen schlechten Tag. Es könnte sein, dass er rebellischer als gewöhnlich ist. Ja, ich mit meinen Killer-Pantoffeln. Ich bin gemeingefährlich. Ich mach Randale mit meinen kleinen Plüschsocken. Sehe ich aus wie ein richtiger randalierender Junge. Meine letzte pubertäre Phase. Morgen habe ich Geburtstag, dann bin ich alt. So nehme ich hier mir einen Saft. Den habe ich mit Alkohol versetzt, denn ich bin so ein Volldraufgänger, der mit Brille schläft. Ja, ich hab mich gerade gefreut, dass der Vogelkäfig wieder sauber ist, ne? Jetzt gehe ich mit meinem sexy Arsch schon mal die Kinders weg, ne? Indem ich mich jetzt vor den Computer setze und GTA spiele. In maximaler Lautstärke. Ne, das macht man ja so für seine Kinder, ne? Was macht man nicht alles? Ja, ich spiele jetzt Sportspiele. Ich bin so sportlich. Willkommen zu Inge Let's Plays. Yeah! Ich spiele den Schwarzen da. Der ist richtig guter Typ, ne? Er sieht tough aus. Guten Morgen, Mama. Ja, tschüss, Kind. Wie sieht's aus hier drüben? Ah. Sachen haben sich weggebeamt. Schön. Ah, hier werden Hausaufgaben gemacht. Das ist sehr gut. Ich hasse Hausaufgaben. Aber das ist doch alles total einfach. Guck mal hier. Also 1 plus 1 ist 3. Und 4 plus 6 ist... Warum bist du gerade verschwunden? Das ist aber merkwürdig. Wird die irgendwie absichtlich ab und zu unsichtbar? Oder ist das... Ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht am, dass ich so nah rangezoomt bin. Ich finde Hausaufgaben scheiße. So. Also. Die Hypotenuse geht über die Konzentrationsachse. Und was hat das mit Tassen zu tun? Also ich mag Tassen. Magst du keine Tassen? Ich könnte jetzt eine Tasse Kaffee vertragen und eine Fahne. Oh Mann. Was, geht die Schule jetzt etwa schon los? Das kann doch nicht wahr sein. Doch tatsächlich. Wie schnell seid ihr denn mit euren Hausaufgaben? Also ich kann euch bis 9 Uhr Zeit lassen, aber dann wird's zu spät. Derp ist wieder vorbildlich. Ja, ich habe heute meinen randalierenden Tag. Da schaffe ich das dann. So, jetzt setze ich mich in den Schulbus und warte auf meine faulen Schwestern. Warten wir. Ja, die Mädels kommen ja gleich. So, sie haben es noch geschafft, das ist gut. Derp hatte schon wieder Zeit, eine Sprengfalle zu platzieren. Cool. So, wie geht's dem Hund? Der Hund hat Hunger. Dann kann der Hund ja mal... Wie geht das? Ihr geht zur Schule, das ist toll. Ihr habt alle Hunger, ihr könnt in der Schule essen.
Der Hund geht essen, das Pony geht auch grasen. Und Joy geht mal hierhin pieseln. Gehst du mal dahin pieseln, Schatz? Und dann kannst du hier drauf rumkauen. Und dann hier aus Napf fressen. Was gibt's hier noch für Informationen? Unru- Joy hat heute Geburtstag. Ein neuer Spielzeug hat ein wenig liebevoll. In Zuneigung sind immer gern gesehen. Joy muss ja mal Putzi machen. Oh, die kleine Putzi ja unten hingeputzt. So. Was war was für mein Computer gerade von mir? Ja. Sorry, ich musste gerade mal das. Meine Mama hat mich in Skype angeschrieben. Da musste ich zurückschreiben. Da kann ich nicht warten. Heute hat ein Mädchen Mathilda als Loser beschimpft und jetzt machen sich alle in der Schule darüber lustig. Der Ruf von Mathilda leidet erheblich und das unangenehme Ereignis wird nur schwer aus der Welt zu schaffen sein. Vielleicht ist sie ja wirklich ein Loser. Oh, arme Mathilda. Wieso Loser? Mathilda ist kein Loser. Du musst jetzt mal neue Freunde finden. Du musst auch mal neue Freunde finden. Du kannst auch mal neue Freunde finden. Einfach mal Freunde finden. Und dann kannst du Informationen einholen, für einen Tag arbeiten. Und was willst du? Du hast gar keine Verpflichtungen. Na, das ist ja was. Wer hat denn jetzt dahin gepisst? Sag nicht, du hast dahin gepisst. Du hast dahin gepisst? Sag mir nicht, dass du dahin Also, wenn Joy ein neues Spielzeug will, gucken wir doch mal, was wir jetzt bei den Tieren haben. Tiersachen. Für Hunde. Weil wird ja erwachsenes, liebe Mädchen. Und dann brauchst du ja vielleicht auch mal irgendwas Cooles Neues. Was ist das denn hier? Dockhaus. Das sieht ja cool aus. Das ist ja schick. Bälle. Ein Schuh zum drauf rumkauen. Das finde ich toll. Einen Ball. Haben wir nicht eigentlich schon noch einen Ball draußen gehabt? Hatten die nicht mal einen Ball? Wo ist denn der hin? Egal. Was ist das denn hier für eine coole Spacey-Hundehütte? Eine Matte zum draufliegen ist auch voll. Was ist das? Ach Gott, eine Hundehütte, Winteriglo. Das passt ja dann perfekt zu Jahreszeiten. Oh, ich freue mich so auf Jahreszeiten. Kinders, ich freue mich so auf Jahreszeiten. Das passt ja super dahin. Hundestreuner-Gartenzwerg. Ah, komm. Mangold sind Spießer, die brauchen Gartenzwerge. Was ist das hier für ein Pony? Das Pony gibt 1000 Simoleons. Was mache ich denn mit dem Ding? Ich kann das auf ein Sofa stellen? Ich verfahre. Das soll wohl ein Witz sein. Ich pack's mal auf den Tisch. Das ist eine schöne Tischdeko. So ein versifftes Pony. Ach, guck mal, ich kann die Zeitung verkaufen. Ich wollte hier eigentlich da rein tun. Ach, das geht ja hier nicht im Dingsmenü. Okay, wir sollten vielleicht mal die Zeitung abbestellen, wenn wir sie sowieso nie brauchen. Das ist Stein, Essenz der reinen Liebe. Vielleicht sollten wir Mathilda so einen Stein schenken, weil sie ist ja. Sie kann ja nichts. Die ist ja fast schon eine zweite Tränenmond. So schlimm ist das bei dir. Dann hat sie wenigstens was zum Bodo machen. Ich vermisse das so. Ich vermisse Gronkh Sims 3 Let's Play. So extrem. Das war so eins der Let's Plays, was ich am meisten geguckt habe. Echt. Ich meine, bei Minecraft gucke ich immer mal wieder rein. Müsste ja was sich da drauflegen lassen, der Stein. Ne, machen wir das hier hin. Oder da oben drauf? Ne, auch nicht. Ich vermisse das so. Das war mein Lieblings-Let's Play auf YouTube. Das ist. Ich vermisse das. Das macht mich unglücklich. Was hat das Pony? Pony hat Hunger. Dann friss doch. Oder trink. Oder was weiß ich nicht was. Was will die? Leckerchen bekommen. Ach, Muttern kümmert sich um Pony. Na, das ist ja gut. Die ist auch wieder ganz schön moppelig geworden, die Mathilde, die Linda. Ne? Alter. Ja. Geht doch. Dankeschön. Das wieder, also das ist unglaublich, was wie die zugenommen hat. Ach ja, ich habe ein Feuer. Oh, nom, nom. Oh, nom, nom. Fadan arbeitet jetzt noch ein bisschen. Gut, er war da auf der Toilette. Die haben da in der Schule gegessen, hoffe ich doch mal. Nee, noch nicht. Neue Freunde finden es immer gut. Mutti kümmert sich ums Pferd und dann könnte sich Mutti ja mal um Joy kümmern. Und zwar Hand beschnüffeln lassen. Umarmen, Schmatzer geben. Das passt doch. Oh, Vincent ist voll am Spiel. Ach, Vincent. Vincent, der Höllenhund, wieder am Hotdog, ne? Kann man ja. So, dann gehen wir mal wieder hier rein in die Lupenperspektive. Na, kriegt ihr es hin? Ih, läuft er durch die Pfütze, die Vincent gemacht hat. Ja, Vincent, das Schweinchen. So. Ja, Vincent, was?
Ja, ja, du hast da. Ich guck doch nicht so. Ich weiß, dass du da hingepinkelt hast. Ich hab's genau gesehen. Also, ich vermute mal. Oder war nass oder sowas. Oh, süß. Ja, heult mit dem Radio. Das ist eine sehr lobenswerte. Oh, ein Borski.